Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid bei einer weiteren Geisterjagd hier bei Phasmophobia im Sunny Meadows Restricted. Ja, heute am Samstag, wo ich diese Folge halt hier aufnehme, weiß ich noch nicht, ob am Montag bzw. Dienstag die Folge im Herausforderungsmodus erscheint. Es kann sein, dass diese Folge erst am Freitag erscheinen wird, weil ich keine Zeit finden werde. Ihr seht das ja dann. Ich werde auf jeden Fall im Community-Tab dann nochmal dazu was schreiben. Dieses Video hier, was ich jetzt produziere, wird auf jeden Fall am Montag erscheinen, als kleiner Ersatz, weil ja sonst die Herausforderungsfolgen montags erscheinen. Eigentlich steht zwar auf dem Plan Dienstag, aber ihr wisst ja, wenn ich es schaffe, die Folge schon montags rauszuhauen, dann kommt die auch am Montag. Aber dieses Mal weiß ich es halt nicht und damit ihr am Anfang der Woche nicht alleine dasteht, bringe ich diese Folge auf jeden Fall Montag raus. Gut, ihr Lieben, wie gesagt, wir sind im Sunny Meadows Restricted. Und wir sollen heute Zeuge eines Geisterereignisses werden, ein Geisterfoto schießen und den Geist während der Jagd mit Räucherwerk abwehren. Ja, vielleicht haben wir ja auch die Affenpfote, dann könnten wir die ja benutzen für das Ereignis und für das Geisterfoto. Mal gucken. Was nehme ich denn heute mit? Eine starke Taschenlampe. Ja, das ist die Überraschung für heute. Wir haben nicht Thermopeter dabei, sondern tatsächlich Reinhold Messner. Mal als Abwechslung wieder. Was nehme ich noch mit? Ein EMF. Dann gehen wir mal los. Sind auf Profi unterwegs. Sicherungskasten unten. Dann geht's los. Hier sieht man auch wieder, wie groß dieser Kasten ist. Bei klarem Wetter. Ja, aber wir sind hier jetzt nur im Restricted unterwegs. Hält sich also in Grenzen. Wir haben einen eingegrenzten Bereich, wo wir hin können. Gib mir ein Zeichen. Bewege etwas. Mal provisorisch messen, mal gucken, ob hier ein Versteck ist. Wir haben gutes Wetter. Die Temperaturen sind gut. Ja. Machen wir mal den Strom rein, würde ich sagen. Und gucken dann gleich mal unten nach. So. Einmal ziehen. Sicherung reinhauen. Und dann schauen wir doch mal. Dieses Mal geht's wieder da lang. So. Bewege etwas. Gib mir ein Zeichen. Da hinten hätten wir auch ein Versteck. Sehr schön. Jedes Versteck ist natürlich immer herzlich willkommen. 17,9. 19 Grad, es wird wärmer. Jo. Denke schon. Dann gucken wir mal hier hinten nach. Ich hoffe nicht, dass er wieder hier ist. In den letzten Folgen, glaube ich, war er ja auch hier. 19,9. Hier schon mal im Flur. 18,9. Und 19,5. Sieht gut aus. Tür mal schließen. So. Licht. Bewege etwas. Jerry Wyatt. Gib mir ein Zeichen. 19,8. Nochmal. 20,2. Vielleicht nehme ich Reinhold demnächst nochmal öfter mit. So. Hier ist der Geist bei mir sehr oft. 18,2. Ich hoffe dieses Mal nicht, weil wir hier auch kein Licht anmachen können, ne? Ja. Sieht aber gut aus. Bewege etwas. Bisher habe ich noch gar nichts gehört. 11,1 ist schon mal verdächtig. 11,8. 12,5 wird aber wärmer. Aber deutlich kühler dort. Vielleicht ist er ja hier nebenan. Ja, im F2. Ist er hier? Liegt auch der Knochen? Vielleicht ein Gorio? Spricht ja manchmal dafür. Die sind ja oft in Knochennähe. So ist es zumindest bei mir. Manchmal wirkt es auch so, als wäre das nur zufällig so. Aber im Zweifelsfall gehe ich immer danach und hatte auch schon oft Glück damit. Manchmal liegt der Knochen aber auch meilenweit entfernt vom Gorio.
Also man kann sich nicht immer drauf verlassen. Ist da hier im Flur? Ich wünsche mir Wissen. Hier liegt auch so ein Zettel. 10,3. Ich gucke nochmal eben hier nach. 11. Moment. Ja, vielleicht ja ein Flurgeist. 10,1, ja. Dann lasse ich das mal hier. Taschenlampe auch. Den Weg kennen wir zu gut. Gehen wir mal wieder nach oben. So. Mach mir auch mal das Licht an. Wunderbar. So. Dann gucken wir doch mal. Später gucken wir auf jeden Fall, was wir Verfluchtes dabei haben. So, dann würde ich gerne das Buch mitnehmen. Ein Kruzifix. Wobei, wenn er sich im Flur aufhält. 73% Sanity schon. Hat er schon fast 30%. Ja, 70 hatten wir gerade. Hat er schon 30% gezogen. Alles klar. Ja, nehmen wir diese Kruzifixe mit auf Stufe 1. Decken ein bisschen ab und wir nehmen auch schon mal ein Buch mit. Und gehen noch mal runter. Hier mache ich mir dann später auch noch mal das Licht an. Dann gucken wir unten noch mal nach der Temperatur. Ob er sich denn wirklich dort unten im Flur aufhält. Oder vielleicht doch in irgendeinem Raum. Das wäre noch interessant zu wissen. So, gucken wir nochmal. 11,6. Hier. 9,4. Stand jetzt würde ich eher sagen, dass es der Raum ist mit der Badewanne. Ja, würde ich schon sagen. Aber wir kennen das ja mit Reinhold. Der hat manchmal solche Schwankungen drin, weswegen ich den nicht so mag. Da macht er das Licht mal aus. So, EMF hole ich jetzt auch schnell. Ja, der ist hier. So, EMF-Buch. EMF-2. So, schreibe ins Buch bitte. Schreibe etwas. So. Dann gehe ich noch mal hoch. Hol dann eine Videokamera. Vielleicht haben wir einen Orb dort drin. Der hat das Licht ausgemacht. Vielleicht ist es ja eine Mare, die ja die Dunkelheit sehr mag. Natürlich können auch andere Geister die Lichter ausschalten. So ist es nicht. So. Wunderbar. Hatten auch keinen typischen Mare-Move, dass sie das Licht sofort wieder ausgemacht hat. Also ist noch alles offen. So, da sind wir auch schon wieder. Sanity jetzt bei 61. Raum ist aber abgedeckt. Deswegen lassen wir das mit der nordischen Dröhnung mal. Ich gucke jetzt mal mit der Videokamera, ob wir einen Orb sehen. Dann werde ich die Box mal benutzen. Und vielleicht auch schon mal eine UV mitnehmen. Gehen wir wieder rein. Okay, ich dachte schon kurz, ich hätte mein Stativ vergessen. Soll mir ja hin und wieder mal vorkommen, dass ich was vergesse. Und wir müssen gleich auf jeden Fall noch daran denken, eine Fotokamera mitzunehmen. Falls er sich mal zeigen sollte, hätten wir gleich das Geisterfoto.
So, aber erstmal die Orbkontrolle. So. Orb haben wir. Fingerabdrücke auch. Könnte auch der Mimik sein. Benji Hanto Obake. Oder Mimik. Dann hätten wir auch noch die Boxantwort und Gefriertemperaturen. Schauen wir mal. 9,3. Bisher sind wir noch meilenweit weg von einer Gefriertemperatur. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand bei mir? Buch auch noch unbeschriftet? Was willst du? Oh, da rollt der Rollstuhl. Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Wie alt bist du? Bist du da? Wie bist du gestorben? Bist du hier? Keine Boxantwort. Dots, Banshee? Box? Höchstwahrscheinlich nicht. Damit wird der Mimik auf jeden Fall raus. Gefriertemperatur sehe ich auch noch nicht. Buch würde dann auch keine Rolle mehr spielen. EMF Level 5 für den Obake. Buch wurde rumgeschmissen, das gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Alles klar. EMF 3, während wir im Raum sind. Dann wäre der Shade weg, der ist aber ohnehin schon raus. Okay. Ist noch was geflogen? Moment, lass ich mal an. Oh. Der Geist will jagen. Schön, schön. Gut zu wissen. Wir gehen mal hier raus. So. Wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Oh, wir sind richtig, ne? Oh wei. Habe ich mich jetzt verhaspelt? Nein. Wir sind schon richtig. Hier wieder hoch. Und dann hole ich mal die Dots-Projektoren. Aber nochmal das Licht anmachen. Hier war auch noch ein Lichtschalter, ne? Hinterm Tresen, beziehungsweise vorm Tresen. So. Dann sehen wir gleich mehr. Also. Er wollte jagen. Höchstwahrscheinlich ein 50% Jäger haben wir aber auch nur noch. Banshee 50, Hanto 50, Obake 50. Mimik höchstwahrscheinlich raus. Wegen der fehlenden Boxantwort und weil wir noch so weit von der Gefriertemperatur weg sind. Dann wäre der Orb ja auch kein Beweis, sondern die Eigenschaft vom Mimik. Das nochmal für die neuen Zuschauer. Der Mimik hat auf jeden Fall immer seinen Orb dabei. Als Eigenschaft, den darf man da nicht als Beweis ankreuzen. Der Mimik hat nämlich diese Beweise hier unten. Ja. Banshee. Gut. Ich werde mal die Dröhnung nehmen. Die nordische Dröhnung zweimal. Kurz überlegen. Wir werden auf jeden Fall eine Fotokamera mitnehmen. Salz und Dots. Machen wir gleich ein paar schöne Fotos. Wenn er sich zeigt, können wir auch ein Foto machen. Dann hätten wir das Geister-Event erlebt und das Foto geschossen. Dann später noch während der Jagd entkommen. Und wir gucken auch jetzt mal, was wir Verfluchtes da haben. So, habe ich die Tür schon verpasst? Nein. Das Ouija-Board leider nur. Keine Affenpfote. Schade. So, machen wir ein Foto von. Dann hätten wir schon eins. Und gehen hier wieder runter. So. Hat scheinbar noch ein Kruzifix angebrannt. Weil hier wieder alles aus war an Lichtern. Ja. So.
So. So, und das ist ein Fünfer. Nein, ein Dreier. Ich dachte schon, das wäre ein Fünfer gewesen. Okay. Gut. Mal kurz gucken. 7,2. Laufe durch Salz. Verbranntes Kruzifix, verbranntes Kruzifix, Interaktion. Das war die Sicherung. Mhm, Rollstuhl, bleibt mal stehen. So. Jawohl, da läuft er durch. So. Und so. Zwei Fotos. Dots Projektor. Das machen wir am besten so, oder? Oder doch zentrale. An der Decke kann ich den nicht platzieren. Na, machen wir es mal so. Dankeschön. Plus Fingerabdruck. Ein Foto. Temperaturen. 6,7. Oh, hier nochmal. Laufe durch Salz. Salzspur. Jawohl, damit sind die Fotos durch. Wir hätten hier natürlich auch noch den Knochen gehabt, ne? Moment. Der war im anderen Raum, ne? Ich hole mir mal meine Taschenlampe. Der war nicht hier. Hier war er auch nicht, dann hier nebenan. Ja, so, den hätten wir auch. Jetzt nur noch die Nebenaufgaben. Zeig dich. Ich werf mal wieder die Sicherung rein. Dann können wir gleich die Jagd mitmachen. So, hier sind die Lichter alle noch an. Sicherung wieder reinmachen. Wir haben auf jeden Fall noch die Videokamera da stehen. Dots-Projektor ist platziert. Wir müssten eigentlich den Dots-Projektor auch mit der Videokamera sehen können. Das heißt, wenn er da durchläuft durch den Dots, müssten wir das vom Truck aus sehen. So, 79% Sanity. So. Mal gucken, ob er hier durchläuft. Dots Banshee. Box, ja, höchstwahrscheinlich raus. Gefriertemperaturen, Hantu, EMF Level 5, Obake. EMF 5 können wir nicht ablesen. Wir gucken mal kurz. Für euch werde ich die Warterei wegschneiden. Sobald sich aber irgendwas tut, seid ihr wieder mit dabei. So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier mal so ungefähr 2 Minuten geguckt, konnte aber leider noch nichts erkennen. Oh, was haben wir hier? Ah, leider nur von 0 auf 3, dann von 3 auf 6. Das sagt leider nichts aus. Ja. Okay, dann werden wir nochmal reingehen. Ich nehme auch mal ein Parabol-Mikrofon mit. Vielleicht hören wir einen Banshee-Schrei. Einen Dots würde ich auch nochmal mitnehmen. Obwohl, dann müssten wir eine Taschenlampe hier lassen. Ne? Wir haben ja leider keine Kopflampe. Ja, dann lasse ich es so. Hat wieder die Sicherung rausgemacht. Das spricht jetzt eher wieder für den Hantu, der ja sehr gerne die Sicherung rausmacht. Ja, und da wir Reinhold Messner dabei haben, würde ich vielleicht doch nochmal auf die Gefriertemperatur gehen. Aber dann hätten wir auch den Mimik wieder mit im Spiel. Das heißt, wir müssten dann auch nochmal die Box ausprobieren. Aber das mit der Sicherung, Dankeschön, das mit der Sicherung spricht auf jeden Fall wieder eher für den Hantu. Die hat er jetzt schon mehrmals wieder rausgemacht. Ja, dann gehe ich mal so los und schaue mir das mal an. Hauen wir die Sicherung wieder rein. Der Hantu mag es ja kühl.
Deswegen will er hier immer die Sicherung raushauen, damit es hier kühl wird. Denn dann ist er während der Jagd, wenn es überall kalt ist, schneller unterwegs. Er ist ja langsamer, wenn es warm ist. So. Das wollte ich jetzt nicht hören. Mach ein Geräusch. Mach ein Geräusch. Wenn wir jetzt dort Gefriertemperaturen haben. Im F2. Und Temperaturen? 3,4. Es sinkt weiterhin. 3,2. So. Eimer mal wegräumen. So. Dann stellen wir die Kamera mal. Ja, hier ist blöd, ne? Wir müssen die eigentlich schon von draußen platzieren. Ja, so kriegen wir zu wenig drauf. Wenn es ein krabbelnder Geist ist, müssen wir schon den Boden sehen. So. Zeig dich. Ein Event. Gucken wir noch mal. 3,7. 3,3. Ich gucke jetzt auch noch mal mit der Box nach. 4,4. Bist du hier? Wegen der Mimik? Was willst du? Und falls wir dann doch noch Gefriertemperaturen bekommen, was möchtest du? Wie alt bist du? Ist jemand bei mir? Bist du da? Bist du hier? Wie bist du gestorben? Was möchtest du? Wie alt bist du? Bist du da? Keine Boxantwort. Ich glaube, der Mimik ist raus. Orb auch noch hier? Ja, Orb ist auch noch hier drin. Wieder die Sicherung. Ich gehe auf ein Handtuch. Ich gehe wirklich auf ein Handtuch. War nicht die Sicherung, war der Lichtschalter. Okay. Trotzdem würde ich irgendwie jetzt auf ein Handtuch gehen. Im F hätten wir dann auch schon längst gesehen. So, Box zum letzten Mal. Habe ich sie hingeworfen? Liegt sie draußen? Nö, hier. Bist du hier? Bist du da? Was willst du? Oh! Das ging fix. Ich sag Handtuch. Oh, da wurden wir überrascht. Hätte ich nur noch ein Foto geschossen. Ja, schade. Ich sag Handtuch. Bin mal gespannt. Ja. Also für ein Handtuch hat er auch ordentlich die Sicherung rausgemacht. Wir haben am Ende nicht mehr ganz auf unsere Sanity geachtet. Aber das muss auch mal sein, dass wir sterben. Und es war doch eine coole Runde an für sich. Ja, $366 gemacht. Immerhin. Handtuch, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wie gesagt, mit der Herausforderung müssen wir mal gucken. Entweder kommt die morgen oder halt am Freitag. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao.